Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmende, willkommen zurück zum letzten Block des heutigen Tages beim University Future Festival. Ich freue mich, dass wir unseren nächsten Keynote-Speaker tatsächlich zur Abwechslung auch mal hier auf dieser wunderschönen Bühne begrüßen dürfen. Zuerst allerdings noch ein paar Informationen zu seiner Person. Er ist freier Journalist und Blogger, zuvor Redakteur und stellvertretender Ressortleiter des Bildungsressorts Chancen bei der Zeit. Später leitete er die Kommunikation der Helmholtz-Gemeinschaft und war ihr Pressesprecher. Er studierte Politologie, Volkswirtschaft und Soziologie in München, besuchte dort die Deutsche Journalistenschule und wechselte dann an die University of North Carolina at Chapel Hill in den USA, wo er sein Journalismusstudium fortsetzte. Er schreibt unter anderem für die Zeit, für die Süddeutsche und den Tagesspiegel. Bekannt geworden ist er außerdem durch seinen Blog über Bildung und Wissenschaft und natürlich für seine Moderationen zu bildungs- und wissenschaftspolitischen Diskussionen. Hier und heute fragt er sich und vor allen Dingen uns, bleibt alles anders, wie die Corona-Krise die Hochschulen verändert und was davon bleibt. Herzlich willkommen, Dr. Jan-Martin Viada. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, heute hier vor Ihnen zu stehen. Corona-gerecht natürlich nur digital, aber immerhin auf einer echten Bühne. Und ich schaffe es hoffentlich auch über die Distanz, Sie durch meinen kurzen Vortrag zum Nachdenken und zum Mitdiskutieren anzuregen. Ich will darüber reden, wie die Hochschulen durch die Corona-Krise bereits verändert worden sind und wie viel von dieser Veränderung die Krise überdauert. Bleibt alles anders? Das ist die Kernfrage, die ich heute beantworten soll. Und ich sage gleich, eine richtige Antwort werden Sie von mir nicht kriegen. Nur ein paar Vermutungen. Ich hoffe, empirisch belegte Vermutungen. Ich fange mit dem einfachen Teil an, der Beschreibung der Veränderungen, die wir seit März erlebt haben. Wir alle erinnern uns an diese ersten Momente und Tage der Schockstarre, die uns als Gesellschaft erfassten. Eben noch schien Corona weit weg zu sein, dann erwischte es uns innerhalb weniger Tage und es erwischte eine gesellschaftliche Institution nach der anderen. Zuerst hieß es nur, Großveranstaltungen fallen aus, dann auch kleinere Konferenzen, ärgerlich für Wissenschaftler, aber gut. Dann mussten die Schulen und Kitas schließen, ein paar Tage später Restaurants und Geschäfte. Und all das, während die Hochschulen auf den Beginn des Sommersemesters eingestellt waren, sich darauf vorbereiteten, ja mancherorts sie schon ihre Tore geöffnet hatten. Stattdessen plötzlich menschenleere Labore, zugesperrte Bibliotheken, über Nacht abgesagte Tagungen und Hörsäle, die keine Studierenden füllen würden. Doch dann geschah etwas, was kaum einer sich hätte vorstellen können. In einem unglaublichen Kraftakt schafften es die meisten Hochschulen innerhalb weniger Wochen, den allergrößten Teil ihrer Studienangebote ins Digitale zu verlegen. Als es Ende April losging, ruckelte es zwar ein bisschen, vor allem bei der Technik, aber auch die Technik lief nach wenigen Tagen weitgehend rund. Viele Fragen der Digitalisierung, bei denen die Hochschulen über Jahre nicht so recht vorangekommen waren, beantworteten und erledigten sich plötzlich fast nebenbei. Plötzlich waren die Entscheidungswege kurz, die Widerstände gering. Und auch wenn das, was an Vorlesungen und Seminaren über die Bildschirme flimmerte, zum Großteil didaktisch keine Erfüllung, ja sagen wir es ruhig, teilweise auch unterirdisch war, auch wenn es den Normalbetrieb nicht ersetzen konnte, lief das erste digitale Sommersemester in der Geschichte der deutschen Hochschulen doch umso vieles gelungener und vielfältiger, als man es sich hätte vorstellen können. Genau das war auch das Bild in vielen Umfragen, die Hochschulen überall in Deutschland nach dem Sommersemester durchgeführt haben. Tenor lief besser als erwartet, was erstmal sehr positiv klingt und ja auch ist. Allerdings gehört eben auch zur Wahrheit. Keiner hatte gewusst, was er oder sie überhaupt erwarten soll. Denn die Möglichkeit einer Pandemie überstieg nicht nur den Horizont fast aller, sie kam auch in keiner Hochschulplanung vor. Die Hochschulen waren kurz gesagt
überrascht von sich selbst. Und das mit Berechtigung. International hinkten sie jahrelang in Sachen Digitalisierung hinterher. Studierende selbst aus Entwicklungsländern wunderten sich manchmal über den Papierkram, der ihnen hierzulande begegnete, nicht nur bei der Einschreibung, sondern in Form von Vorlesungsskripten oder den Sprechstundenlisten an den Bürotüren der Professoren. Und plötzlich dieser enorme Sprung. Kein Sprung von einigen wenigen Begeisterten, wie sonst normalerweise, sondern fast alle machten mit, ja mussten mitmachen. So weit, so gut. Und oft beschrieben und auch von den Hochschulen durchaus gefeiert. Allerdings, wie viel weniger Kreditpunkte im Sommersemester erworben wurden, Leistungspunkte erworben wurden, wie viel höher die Abbrecherquoten waren, dazu kenne ich noch keine bundesweiten Statistiken. Ob und wann wir sie jemals zu Gesicht bekommen? Doch wie geht's jetzt weiter? Die Beantwortung dieser Frage möchte ich in zwei Teile aufteilen. Teil 1 kurzfristig im Wintersemester, Teil 2, und das ist der noch wichtigere, langfristig, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Zunächst der kurzfristige Ausblick. Die Kultusministerkonferenz selbst hat ihre Vorbereitung aufs Wintersemester auf 3 unterschiedliche Szenarien gestützt. Ich könnte es mir jetzt einfach machen und diese 3 Szenarien nacheinander referieren, aber Sie würden dabei wenig Neues erfahren, denn es sind genau die 3 Szenarien, in denen wir alle denken. Erstens, weitgehend regulärer Präsenzbetrieb. Zweitens, ein Hybridsemester mit Präsenz und vielen Digitalangeboten. Drittens, ein weitgehend digitales Wintersemester. Lange schien man sich einig, dass das mit Szenario 1, dem weitgehenden Normalbetrieb, wohl nichts wird und dass deshalb das Szenario 2 anzustreben sei. Zu diesem Szenario gab es in der Hochschulszene eine lebhafte Debatte. Es ging um die gerechte Verteilung der knappen Präsenzzeit. Motto: Wie setzen wir diese kostbare Ressource an Personal, an Raum mit dem größtmöglichen Nutzen ein? Dabei ließen sich 2 Argumentationsstränge beobachten. Der erste: Diejenigen, die am meisten Orientierung brauchen, die am wenigsten Erfahrung mit dem Studium haben, sollen am meisten vor Ort studieren, also Erst- oder Zweitsemester. Und internationale Studierende, die womöglich schon etwas älter sind, für die neben der akademischen Orientierung aber auch der soziale Anschluss besonders wichtig ist. Zu diesem ersten Argumentationsstrang gehört auch noch der Hinweis, dass es Veranstaltungen gibt, die in Präsenz stattfinden müssen, weil sie sich nicht ins Digitale übertragen lassen. Laborkurse, praktische Übungen, solche Dinge. Und damit wären die freien Kapazitäten wahrscheinlich größtenteils schon aufgebraucht, was hieße, dass für die Mehrheit der Studierenden das Semester digital bliebe. Der zweite Argumentationsstrang geht deshalb ein wenig anders. In einem Gastbeitrag bei mir im Blog hat ihn die HRK-Vizepräsidentin für Studium und Lehre, Carola Jungwirth, so beschrieben, und ich zitiere: Ich bitte zu überlegen, ob die Verplanung der knappen Raumkapazitäten für eine ohnehin nur unvollständige Präsenzlehre in den Massenfächern überhaupt sinnvoll ist oder ob wir den Platz, den wir haben, in dem vor uns liegenden weiteren Ausnahmesemester nicht anders verwenden sollten, indem wir Lehrorte zu Lernorten für Arbeitsgruppen umfunktionieren. Und weiter erklärt sie: Den Studierenden fehlten ihre Mitstudierenden weitaus mehr als die Lehrenden. Das gehe aus allen Umfragen hervor, woraus Carola Jungwirth folgende Konsequenz zieht: Wenn die Hochschulen ihre Studierenden unterstützen möchten, müssen sie ihnen daher die Möglichkeit geben, miteinander zu lernen, zu arbeiten und in Verbindung zu bleiben. Die Studierenden könnten dabei feste Lerngruppen bilden, in denen sie sich auch physisch begegnen und so den vermissten sozialen Kontakt wieder aufnehmen. In normalen Zeiten machen die meisten Studierenden es ja nicht anders. Sie finden sich entsprechend ihrer Interessen und Fächerkombinationen zusammen. Oft bleiben diese sozialen Gruppen das ganze Studium überhalten. Auf die Pandemie gewendet hieße dies: Man könnte die Gruppengrößen auch in den Massenfächern überschaubar gestalten, indem man Lerngruppen zum Beispiel auf 10 Studierende begrenzt. Die Nachverfolgung von Infektionsketten und die Datenerfassung gestaltet sich in einem festen Verbund relativ problemlos. Soweit dieser aus meiner Sicht überaus spannende Vorschlag. Wobei ich bezweifle, dass er sich durchsetzen wird. Die meisten Hochschulen tendieren seit längerem dazu, Studienanfänger und internationale Studierende zu priorisieren. Und auch dafür gibt es ja, wie ich eben ausgeführt habe, gute Gründe. Worüber freilich kaum jemand reden wollte in den vergangenen Monaten, war das Szenario 3. Also kein normaler Lehrbetrieb, nicht einmal das Hybridmodell, sondern im Grunde eine weitgehende Wiederholung
des Sommersemesters, und zwar bevor es gegen Ende des Sommersemesters die ersten Lockerungen gab. Natürlich wollte keiner darüber reden, denn so sehr sich alle überrascht gezeigt hatten, dass es mit dem Sprung ins Digitale an den Hochschulen besser gelaufen war als gedacht. Ehrlicherweise hatte sich ja auch keiner vorher denken können. So überrascht die Leute waren, so waren sich die meisten doch dann einig, dass das Sommersemester 2020 von ihnen aus gern als einzigartig in die Hochschulgeschichte eingehen könnte. Und der Optimismus schien ja auch begründet. Die Infektionszahlen blieben seit Ende Mai monatelang auf einem erträglich niedrigen Niveau, und auch während um Deutschland herum die Pandemie wieder Fahrt aufnahm, schien sich Deutschland vom internationalen Corona-Trend irgendwie abgekoppelt zu haben. Ich habe in den vergangenen Monaten immer wieder mit Hochschulrektoren geredet, die deshalb eine bestimmte Sorge umtrieb, dass die Hochschulpolitik die niedrigen Zahlen zum Anlass nehmen könnte, um den Studierenden und den Lehrenden umfangreiche Öffnungsversprechungen zu machen. Nach dem Motto, warum nicht doch Szenario 1? Normalbetrieb nahezu. Die Hochschulrektoren fürchteten, dass sie bei solchen Versprechungen dann diejenigen sein würden, die sich als Bremser betätigen und auch öffentlich als solche dargestellt würden, wenn sie die Flutung der Hörsäle ablehnen würden. Die Hochschule ist keine Schule, sie ist viel näher dran an einem Bundesligaspiel, sagte mir mal ein langjähriger Uni-Präsident, und ich glaube, er hatte einen Punkt. Von den schieren Menschenmassen her, die aus allen Ecken der Republik und darüber hinaus zusammenkommen. Diese Sorge, würde ich sagen, dass die Hochschulrektoren Bremser sein könnten, die hat sich erledigt. Auch in Deutschland steigen seit Ende Juli die Infektionszahlen, weshalb plötzlich das Szenario 2, Hybrid, gleich in welcher Ausprägung, wieder als wahrscheinlichstes erschien. Ich sage ganz bewusst erschien, denn ich bin mir nicht sicher, ob das so bleibt. Die meisten Corona-Experten gehen von einer massiven Zunahme der täglichen Neuinfektion im Laufe der nächsten 6 bis 8 Wochen aus. Einige haben sich die Augen gerieben, als Bundeskanzlerin Merkel neulich in ihrer ganz eigenen Art für Weihnachten 19.200 Corona-Fälle pro Tag für möglich hielt. Die Experten, mit denen ich rede, tun das nicht. Da hören sie mitunter Zahlen, die sogar noch deutlich höher liegen. Sollte das so kommen, was bedeutet das fürs Wintersemester? Kann dann das Szenario 2, Hybrid, noch irgendwie realistisch bleiben? Kann man es rechtfertigen? Erst recht, wenn die gesellschaftliche Priorität darauf liegen muss, die Bildungseinrichtung für die Jüngsten möglichst offen zu halten, also die Kitas und Schulen. Mir gefällt die Sichtweise, dass unsere Gesellschaft ein bestimmtes Corona-Budget hat. Und wenn man es an einer Stelle ausgibt, durch leichtsinnige Familienfeiern, durch Fans bei Fußballspielen, solche Sachen, dann fehlt es am anderen Ende dazu, dass die Bildungseinrichtungen für alle Kinder und Jugendlichen täglich offen bleiben können. Wenn sich jeder Einzelne das Konzept des gesellschaftlichen Corona-Budgets vor Augen führt, kann es eigentlich nur eine Schlussfolgerung geben. Keine Familienbesäufnisse, keine Bundesliga vor Fans und nein, auch keine Hochschulen in einem wie auch immer gearteten Präsenzbetrieb. Womöglich mache ich mich jetzt gerade nicht übermäßig beliebt bei Ihnen, aber da bin ich dann doch zu sehr Bildungsjournalist, dazu kenne ich zu sehr die Bildungs- und Teilhabebedürfnisse der Jüngsten in unserer Gesellschaft, die zu Beginn der Pandemie sträflich vernachlässigt wurden. Und deshalb kann ich nur sagen, liebe Hochschulen, stellt euch jetzt schon mal auf Szenario 3 ein. Eine weitgehende Neuauflage des Sommersemesters. Wenn es anders kommt mit der Pandemieentwicklung, wenn die Zahlen auf dem jetzigen, gerade noch aushaltbaren Niveau weiter vor sich hin pendeln, gut, dann ist vieles denkbar. Dann können wir über ein Hybridsemester reden. Aber ehrlich, das glaube ich von Tag zu Tag weniger. So, wie geht's jetzt weiter? Ich hatte neben dem kurzfristigen, aufs Wintersemester bezogenen Ausblick einen zweiten angekündigt, den langfristigen, wenn die Corona-Krise vorbei ist. Sie erinnern sich vielleicht oder sicherlich an diesen Brandbrief im Frühjahr. Ein offener Brief initiiert von 33 Geistes- und Sozialwissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, der davor warnte, dass durch den Sprung in die Online-Lehre die Präsenzformate langfristig an politischer Unterstützung verlieren könnten. Die universitäre Lehre, Zitat, beruht auf einem kritischen, kooperativen und vertrauensvollen Austausch, hieß es in dem Brief. Das Gespräch zwischen Anwesenden sei dafür die beste Grundlage und lasse sich nicht verlustfrei in virtuelle Formate übertragen. Tausende Lehrende aller Fächer unterschrieben. Zunächst dies, ich kann diese Sorge nicht teilen. Ich konnte es nicht vor einigen Monaten, ich kann es noch weniger, wenn ich mir denke, wo wir nach dem Wintersemester stehen werden, wenn die Sehnsucht nach Normalität,
nach Präsenzbetrieb für alle nochmals größer geworden sein wird. Ich kann auch nicht erkennen, dass die Politik den erzwungenen Sprung in die Online-Lehre als Anlass nimmt, den Hochschulen die Rückkehr zur Präsenz in irgendeiner Weise zu untersagen, sobald die Pandemie vorbei ist. Ja, der Spardruck wird zunehmen in den nächsten Jahren. Die Steuereinnahmen werden für eine lange Zeit empfindlich niedriger liegen als vor Corona. Die Haushalte von Bund und Ländern werden schmaler sein und noch schmaler dadurch, dass die Corona-Schulden abgetragen werden müssen. Aber wenn die Politik eins gelernt haben dürfte, dann dies. Die Digitalisierung macht Bildungsangebote nicht billiger, sondern teurer. Und ich rede hier noch nicht von aufwendigen, didaktisch perfekt durchorchestrierten Digitalformaten. Ich rede von den technischen Grundvoraussetzungen, den laufenden Kosten, die dadurch entstehen, und dem Zeitaufwand, selbst qualitativ nur halbwegs erträgliche Online-Elemente in die Lehre zu integrieren. Hinzu kommt, wenn die Leute jetzt schon mehrheitlich die Nase voll haben vom digitalen Sommersemester, wenn sie den persönlichen Austausch im Seminar genauso vermissen wie den Kaffee in der Mensa zwischendurch, dann wird der Druck auf die Politik im nächsten Jahr gewaltig werden. Noch weitaus größer als jetzt, vor allem wenn es so kommt, wie ich befürchte, und wir uns doch erneut in Szenario 3 wiederfinden im Wintersemester. Womit wir bei meiner größten Sorge sind: Es könnte die absurde Situation entstehen, dass die Hochschulen, wenn Corona vorbei ist, technisch aufgerüstet haben, dass sie die Bandbreiten haben, die Präsentationstechnik und alle nötigen Lizenzen und dass sie dann doch zurückfallen ins didaktisch Altvertraute, in die Vor-Corona-Lehre. Damit ich nicht missverstanden werde, klar, es gibt viele Hochschullehrer, die in der Corona-Zeit Gefallen an der Digitalisierung gefunden haben, denen es Spaß macht, ihre Lehre neu und anders zu denken. Das wird umso mehr der Fall sein, wenn wir jetzt tatsächlich ein Hybridsemester erleben, wo sich Präsenz- und Digitalangebote sinnvoll und innovativ verschränken lassen. Doch besonders dann, wenn es aus dem Hybridsemester nichts wird, fürchte ich, dass viele Hochschullehrer das Ende von Corona als didaktische Erlösung sehen werden, dass der Druck von ihnen abfällt und sie zum Status quo ante zurückkehren. Und ich fürchte, dass es kaum Hochschulleitungen geben wird, die dann die Durchsetzungskraft haben, den digitalen Sprung der Corona-Zeit durch die entsprechenden Vorgaben verpflichtend abzusichern. Zumal ich selbst nicht so recht wüsste, wie genau das laufen sollte. Dann bliebe eben nicht alles anders. Und noch eine Sorge treibt mich um. Ich habe sie erst neulich in einem Artikel bei mir im Blog aufgeschrieben. Ich befürchte, dass die Hochschulen und die Wissenschaft insgesamt auf ein enormes Innovationsloch zusteuern. Und das in gleich zweifacher Hinsicht. Erstens, über der eingeübten Routine der Corona-Krisenbewältigung haben die Hochschulen seit Monaten keine Zeit mehr, sich und ihre Verfasstheit, ihre Abläufe und Entscheidungsprozesse zu hinterfragen. Vielleicht hätten ihre Chefetagen sogar die Zeit, nutzen aber die Gelegenheit kaum einmal, weil doch sowieso gerade alles anders ist und Digitalisierung Veränderung genug suggeriert. So bleiben viele Institutionen eingefroren auf einem Vor-Corona-Level. Wenn Corona vorbei ist, werden sie zu den alten Abläufen zurückkehren, vielleicht um diese oder jene digitale Variante ergänzt. Und dann haben sie über der Krise ein Jahr oder mehr der eigentlich kontinuierlich nötigen Selbsterneuerung verpasst. Zweitens, nicht nur die Institutionen und Organisationen sind eingefroren. Von dem, was ich aus den Hochschulen höre, gilt das auch für die inhaltliche Kreativität in Lehre und Forschung. Eben weil die Menschen, aus denen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bestehen, nicht mehr einfach so zusammenkommen. Weil in Videokonferenzen zwar die To-Dos routiniert abgearbeitet werden, aber die Frage, ob man das nicht alles auch ganz anders machen könnte, eben eine ist, die normalerweise vor allem dann gestellt wird, wenn der offizielle Teil erledigt ist. Nur ist das in Corona-Zeiten genau dann, wenn bei Zoom oder Big Blue Button der Bildschirm schwarz wird. Woher aber sollen die Ideen für neue Forschungsprojekte kommen? Wie sollen die Blaupausen für neue Stipendien oder ein ungewöhnliches Doktorandenprogramm entstehen, wenn nicht aus den ungezwungenen Begegnungen zwischen Menschen, die oft in dem Moment, in dem sie es am wenigsten erwarten, kollektive Geistesblitze haben? Ich fasse meinen Vortrag zusammen in einer Reihe von Thesen, über die wir gern diskutieren könnten. Dazu gibt es auch Slides. Sind die im Bild? Die Art und Weise erstens, wie die Hochschulen im Frühjahr den Sprung ins Digitale geschafft haben, war alles andere als perfekt, aber bemerkenswert. Zweitens, die Mehrheit in den Hochschulen hofft auf einen Hybridbetrieb im Wintersemester. Ich werde zunehmend skeptisch, dass es ihn geben wird. Drittens, Sorgen, die Präsenzlehre könnten nach Corona auf Dauer eine geringere Rolle spielen, ja politisch unter Druck geraten, halte ich für übertrieben. Gerade vor dem Hintergrund, dass auch im Wintersemester fast keine Präsenzlehre möglich sein dürfte. Viertens, persönlich treibt mich vielmehr die Sorge um, dass das Ende der Corona-Krise das Ende des digitalen Aufbruchs an den Hochschulen bedeuten könnte, des gerade erst begonnenen Aufbruchs.
das zwar eine Minderheit inspiriert an neuen Hybridformaten weiterarbeitet, an neuen Konzepten digitaler Lehre, aber die Mehrheit der Hochschullehrer erleichtert zum Altbekannten zurückkehrt. Fünftens, die Hochschulen und Wissenschaftseinrichtungen in Deutschland sind inzwischen so routiniert in der Krisenbewältigung, dass über dem Dauerkrisenmodus Kreativität und Selbsterneuerung leiden. Es droht ein Innovationsloch, das uns noch lange nach Corona beschäftigen wird. Soweit mein Ausblick, meine Thesen. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber ins Gespräch kommen könnten. Und bitte entschuldigen Sie, falls ich weniger optimistisch klinge, als Sie es vielleicht angesichts eines University Future Festivals erwartet haben. Ich will auch gar nicht ausschließen, dass die Aufbruchstimmung, die erzeugt worden ist, über die Ende der Krise hinaus hält. Aber das wäre dann doch überraschend. Das wäre eine positive Überraschung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Viarda, für diesen wirklich systemischen Blick auf das Pandemiegeschehen und die Auswirkungen auf die Hochschulen, auf das Thema Digitalisierung in den Hochschulen. Ich versuche jetzt mal für mich so 2, 3 Kernpunkte herauszufassen neben Ihren Thesen, die mich besonders beeindruckt haben. Einerseits das gesamtgesellschaftliche Corona-Budget als neue Maßeinheit zur Darstellung, wie viel können, wie viel dürfen, wie viel sollten wir noch verbrauchen oder nicht. Und denke jetzt auch direkt an so eine Art Dashboard, in der man das eigentlich gut abbilden könnte, wo dann wirklich alle Alarmglocken einmal schrillen sollten. Aber davon ab finde ich es bemerkenswert, dass Sie ein Innovationsloch vermuten. Wir hören ja wirklich sehr viel über diesen Tag von den Keynote-Speakern. Wir hören sehr viel über Aufbruch, über eine positive Stimmung, über natürlich auch den Zwang zur Digitalisierung, aber dass dadurch überhaupt etwas ins Rollen kommt. Und nehme das gerne mit nochmals in die Diskussion. Ich muss ein bisschen daran denken, an eine Umfrage, die ich neulich gelesen habe. Da geht es zwar um das Thema Corona und Auswirkungen in der Wirtschaft, aber es lässt sich ein bisschen übertragen. Es wurde gefragt, wer war denn der größte Treiber der Digitalisierung bei Ihnen im Unternehmen? War es der CEO, war es der CIO oder war es Corona? Und ich finde, das passt sehr gut und zeigt auf, okay, es gibt einen Zwang, einen Zug in Richtung Digitalisierung, aber was passiert mit so einer Form von kristallinen Organisationen, die danach eben nicht mehr flexibel weitermachen, sondern zurückschnappen auf das Old Old. Von daher vielen Dank für Ihre systemische Sicht. Wir schauen jetzt mal gemeinsam in die Fragen des digitalen Plenums. Jens Hofmann fragt, wie ist Ihr Eindruck für die Zeit nach Corona? Gehen die Hochschulen einfach zurück zur Präsenz? Haben die Rektoren wirklich angefangen, die Strukturen ernsthaft weiterentwickeln zu wollen? Oder geht es nur um Emergency Teaching? Also ich hoffe, dass das jetzt nach dem Vortrag deutlich geworden ist, dass ich große Sorgen habe, dass es nicht zu einer dauerhaften Veränderung an der Stelle kommt. Ich glaube auch nicht, dass die Hochschulleitungen, wenn es nicht zu dieser dauerhaften Veränderung kommt, dann den Druck erzeugen werden, irgendwie die Digitalisierung, den digitalen Aufbruch mit, wie auch immer, Verordnungen durchzusetzen. Ich glaube, es wird Angebote geben, es wird vielleicht Anreize geben, mehr aber nicht. Und wie ich eben gesagt habe, angesichts der Sehnsucht nach Präsenzlehre sehe ich eher ein Ausatmen, ein Glück, es ist vorbei. Fürchte ich. Die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung, anonym gestellt. Da geht es um die Verantwortung der Politik. Hat die Politik denn längerfristige Weichen gestellt? Wo bleibt der Digitalpakt Hochschule und braucht es in Ihrer Wahrnehmung nach, oder was braucht es Ihrer Wahrnehmung nach für nachhaltige, hochschulübergreifende Innovationen? Wo der Digitalpakt Hochschule bleibt, das frage ich mich auch. Es ist so, dass es vom Bund, von der Bundesregierung keine Anzeichen dafür gibt, dass tatsächlich ein solcher Digitalpakt angedacht ist, geplant ist. Im Gegenteil, eine entsprechende Aufforderung durch die Länder ist zurückgewiesen worden. Die Situation stellt sich auch an den Hochschulen ein Stück weit anders dar als an den Schulen, wo die technische Ausstattung noch weitaus schlechter ist als an den Hochschulen. Das heißt, wir reden auch von anderen Notwendigkeiten an den Hochschulen. An den Hochschulen geht es auch hier und da um Technik, vor allem geht es aber um didaktische Fragen. Es geht um Fragen der Weiterbildung, didaktischen Weiterbildung. Und da erhoffe ich mir so ein bisschen was von der neuen Stiftung
für Hochschullehre, die jetzt startet nächstes Jahr, für Innovationen in der Hochschullehre, die im Grunde jetzt noch bessere Berechtigung hat zu existieren als vor der Krise. Auf die großen Ausgabenprogramme würde ich jetzt nicht setzen oder warten. Florian Rampelt stellt die nächste Frage. Innovationslöcher an Hochschulen. Welches Potenzial rechnen Sie den neueren und digitalen bzw. Blended-Formaten zu, wie zum Beispiel Hackathons und anderen digitalen Co-Creation-Formaten? Und wie bekommt man dann auch noch die Hochschulen dazu, auch diesen Weg zu gehen? Das letzte ist der entscheidende Punkt. Die haben ein großes Potenzial, wenn sie aus der Nische rauskommen. In dem Augenblick, wo ich spitze jetzt zu, die immer gleichen Leute miteinander, die immer gleichen innovativen Formate machen, wird sich die Hochschule dadurch nicht verändern. Die Frage ist, schaffen wir es, diese Formate zu öffnen für diejenigen, die normalerweise in der Vergangenheit nicht teilgenommen hätten? Die Frage kann ich nicht beantworten, aber man könnte natürlich sagen, ein Format ist nur dann wirklich innovativ, wenn es das vermag, auch Leute reinzuziehen, die eigentlich normalerweise nicht die Ersten wären, die mitmachen würden. Insofern, manchmal kommen mir manche Hackathons, auch manche anderen online-digitalen Formate, wie wir sie im Augenblick erleben, selbst die Veranstaltungen, die wir jetzt haben, vor wie eine Veranstaltung für die bereits Bekehrten. Und die Frage ist, wie schafft man es, dass Leute auch mitmachen, die eigentlich von dem ganzen Kram bis vor kurzem noch überhaupt nichts gehalten haben? Wir müssen uns ein bisschen sputen. Ich nehme noch zwei Fragen von sehr, sehr vielen mit rein. Tobias R. Ortelt fragt, wie sehen Sie die Performance der deutschen Hochschulen im Vergleich zu internationalen Hochschulen während der Pandemie? Die Bundesbildungsministerin sagte heute, dass es im Ausland schlechter lief. Ich tue mich mit Auslandsvergleichen, internationalen Vergleichen immer ein bisschen schwer. In beide Richtungen. Entweder ist es so, dass im Ausland alles immer viel besser läuft oder alles ganz viel schlechter läuft. Ich finde, die Situation in Deutschland ist an vielen Stellen sicherlich eine andere als in anderen Ländern. Und ich würde mich sozusagen nicht in der Lage sehen, kompetent zu sagen, ob es in Deutschland besser oder schlechter läuft als woanders. Ich sehe, dass die Hochschulen anderswo sehr viel stärker zu Präsenzformaten wieder übergegangen sind. Es versuchen zumindest. Allerdings auch mit dem Erfolg, dass dort an vielen Hochschulen im englischsprachigen Raum die Infektionszahlen sehr stark angestiegen sind. Wir haben in Deutschland ein anderes System. Wir haben keine Studiengebühren, weshalb die Hochschulen auch nicht angewiesen sind in dem Maße auf Präsenzangebote. Insofern, was sicherlich so ist, ist, dass wir in Deutschland stärker auf digitale Formate jetzt gesetzt haben, als in einigen Hochschulen, einige Hochschulen fürs Wintersemester tun wollten in Großbritannien oder in den USA. Nur bleibt denen jetzt auch nicht viel anderes übrig. Aber mit besser oder schlechter, da tue ich mich wirklich schwer. Das finde ich immer, da muss man sich wirklich gut international auskennen, um das so sagen zu können. So, dann ganz schnell zur letzten Frage. Das schaffen wir noch 2 Minuten. Julius David Friedrich sagt zum Schluss, viele Sorgen. Was können wir jetzt tun, um die Sorgen zu zerstreuen? Also ich finde, vor allem sollten die Hochschulen sich erstmal auf dieses Szenario 3 einstellen und sie sollten versuchen, das Beste daraus zu machen. Sie sollten wahrscheinlich sich von diesem Szenario 1 sowieso, aber auch vom Szenario 2 Hybrid lieber jetzt verabschieden, als in 3, 4 Wochen verabschieden. Und lieber versuchen, dieses Wintersemester strategisch gut als digitales Semester durchzuplanen. Allein schon deshalb, ich komme zurück zu diesem Corona-Budget, weil ich glaube, das muss für die jüngeren Lernenden reserviert bleiben. Also die können, also Kitas und Schulen, das sehe ich nicht im Digitalen. Das ist noch eine ganz andere Geschichte. Positiv bleibt sicherlich, dass die Hochschulen technisch aufgerüstet haben, dass sie auch didaktisch hier und da aufgerüstet haben. Und jetzt kommt es letzten Endes darauf an, dass wir es irgendwie, ich weiß selber nicht genau wie, schaffen, dass das, was ich sage, nicht so kommt, sondern dass wir diese Aufbruchsstimmung nach Corona erhalten. Und vielleicht ist es wichtig, sehr skeptisch zu sein zum jetzigen Zeitpunkt, um dann auch entsprechend darum zu kämpfen. Ich warne davor, bei Veranstaltungen wie dieser zum Beispiel, sich einfach, wie wir es alle gerne tun, gegenseitig dafür zu loben, dass wir so viel in Gang gebracht haben und so viel schon läuft. Dann wird es wahrscheinlich echt nichts werden mit dem Aufbruch. Wenn wir jetzt skeptisch sind, wenn wir jetzt konstruktiv nach Lösungen suchen, wissend, dass eben die Mehrheit noch nicht mitgenommen ist, dann bin ich ein Stück weit schon wieder optimistischer.